Jetzt für die Polfiguren gibt es das Programm Mambo. Ich mache das jetzt einfach, drag das dahin und nach Mambo. Wird automatisch schon was geöffnet. Jetzt ist das Quarz. Hier sieht man, was es plottet. Das ist jetzt Quarz. Hier sieht man die verschiedenen Achsen, die jetzt in diesem Fall wenig Sinn machen für Quarz. Das war einfach von die letzte Mal, was man geöffnet hat. Ich mache jetzt Rechtermaustaste. Sheet Properties. Hier sieht man genau was voor fase man had en wat voor een polfiguur. We moeten bijvoorbeeld graag die polfiguur van kanaat zetten en niet kwarts. Dus we moeten eerst op die zin klikken en weer naar rechts terug maken. En man kan dan jetzt de polfiguur naar bijvoorbeeld kanaat. Dan zegt man oké. Dan nog maar jetzt die kanaat polfiguur. En die mag jetzt die achsen die nützlich sind voor kwarts. Dat mag jetzt wenig zin. Oh, dat is die C-achse en die A-achse van kwarts. Voor granaat mag dat natuurlijk wenig zin. Wat we dan machen kannst, is bij template properties. Kannst du genau die projection ändern. Equal area oder stereographic. Upper oder lower hemisphere. Und hier bij items kannst du genau sagen welke achsen man dan welke du plotten wilst. En voor granaat, dat is cubic, dan wolltest du properties, hier kan man dan die eins 0 zum Beispiel. Hier mag ik jetzt properties eins 0 direction, oké. Okay. Man kan nog eine dazu nehmen, zum Beispiel eins 1 1 1. Oké, okay. Wieder oké. Okay. Dat wären jetzt die drei die man normalerweise voor granaat macht. Wenn wir jetzt nochmal in Mambo auch für Quarz das gerne machen möchten. Gehen wir wieder nach Mambo. Jetzt haben wir hier wieder Quarz. Er macht einfach das gleiche als wie am Anfang. Rechte Maustaste, Template Properties, Items. Und jetzt mache ich nur die C-Achsen. Also diese mache ich alle weg. Delete. Delete. Okay. Jetzt habe ich die C-Achsen von Quarz. Het schöne aan dit programma is dat hij die farben zeigt van de map die al geöffnet is in Tango. Dat heißt jetzt, dat deze farben übereinstimmen. Zo, dat het hier grün is, is het ook hier grün. Deshalb is die granaatoriëntierung jetzt zwart. Wenn ik die map jetzt selecteer van granaat, dan wird die oriëntierung van granaat weer in die gelijke farbe als we jetzt sehen hier in die granaatmap. En is die quarz jetzt grauw. Was man eigenlijk normalerweise macht met een polfiguur is eindpunt pro corn. Jetzt heb je einfach alle data. Dat zijn jetzt 10.000 datapunten. Maar wenn du een grote corn hast, dan had je natuurlijk veel meer datapunten als een kleine corn. Deshalb machen wir natuurlijk normalerweise eindpunt pro corn. Dat kunnen we machen. Dan gehen wir jetzt zu die mapping wieder, zu Tango. En gehen jetzt hier auf diese grain area determination. Klik hem al erop. Jetzt hat man deze beeldscherm bekommen. Hier staat de critical misorientation. Was is dan een corn? Normalerweise is dat, wenn het groter is als 10 of 15. Mag ik het maar op 10. Und man kan dan hier zeggen detect grains. En dan bekommt man een ganze liste met alle körner die er gevonden had. Dat heißt, alle pixels die de gelijke oriëntierung hebben en nebeneinander zijn, dat is dan een corn. Ik kan dat jetzt mal zeigen. Wenn ik jetzt hier drauf klikke, dat is jetzt een korn. Dat is jetzt ganz rot. Dat hier is een kleine korn, dat is een grote korn. Dat hier is ook een korn, dat is een korn. En zo weiter. Wenn man jetzt een punt pro korn messen möchte, kan man auf. Geh mal hoog jetzt. Hier auf area selecteren. Ik klik mal einmal drauf met de linkermaustaste. Jetzt is dat dan. Jetzt sind die grootste oben en die kleinste sind unten. Voor een CPO braucht man ungefähr meer als 100 Körner. Dat heißt, we selecteren jetzt. We hebben jetzt natuurlijk granaat en quarz en calciet. Zo, ik selecteer jetzt die eerste 200 Körner. Zo, daarvoor moest man zuerst op die eerste korn klikken. Dan gaat het runter. Ik ga jetzt op die 250. Ik mag dat jetzt met deze shift en die linker maustaste. Zodat ik die allereerste 250 grootste körner heb ik jetzt selecteerd.
mag je het rechter mouse testen. Into current subset, 1 point per selected grain. Dus hij heeft, er neemt nu één punt voor die eerste grootste 250 kerner. Dat is dan een subset. Oké, okay. Dit schauen we ons maar aan, wie dat al ziet. Hier ziet man dan die punten. Dit is er eigenlijk één punt per kwart korn hebben ongeveer. Dit ziet man hier, dat is de eindpunt zo'n bijvoorbeeld. Dat is hier een punt. Hier zijn punten en zo beter. Maar ook voor granaat ziet man jetzt, had er een paar punten genomen. Maar goed, we gaan het nog kwart en schauen we ons dat proefgroep maar aan. Je ziet toe, we hebben 140 datapunten. Zo niet meer alle. En dat is het onze CPO. Dat had zich jetzt niet zoveel geënderd. Maar het kan zijn dat zich dat ändert wenn du ganz große Körner hast. Jetzt kan man nog voor die CPO rechtermaustesten machen. Und ein Kontur machen. Ich mache jetzt einfach New Kontur. Ich sage jetzt hier ändere ich nichts. Ich mache OK. Jetzt haben wir ein Konturplot von die Orientierungen. Das hat man normalerweise in einem Paper sieht man diese Contours. Jetzt sieht man hier, dass die Legende ist ein bisschen weg hier. Das kann man hier noch ändern bei diesem Zoom Factor. Also ich sage 3 zum Beispiel. Jetzt sieht man hier schön. Die Farbe, was die bedeuten. Das ist dann jetzt unsere Quarzpolfigur.